Liebe Community, tut mir leid. Irgendeiner hat mal angefangen damit zu sagen, Alter, mach doch mal Aufnahmen von dem Loot deiner Weekly Chest, ja? Also von der wöchentlichen Kiste. Ich habe letzte Woche eine 15er gespielt, damit quasi, ja, jetzt den Loot von dem Titan-Residium angepasst auf den 15er K. Ich weiß gar nicht, warum ihr das alle sehen wollt. Also ich finde, von Edis habe ich meine Stromablese-Zertifizierungsgeschichte bekommen. Ich finde das wesentlich spannender, ja, euch zu sagen, dass ich 2018 zu 2019 2,763 kW verbraucht habe. Und ich habe einen Vertrag abgeschlossen für 5 kW. What the fuck? Warum habe ich das gemacht? Ich kriege ja wieder eine Rückzahlung. Was für ein Scheiß. Na gut, kommen wir zu den wesentlichen Sachen. Ihr wolltet ja sehen, was ich in meiner Kiste drin habe. Ich will euch ja nicht großartig lange... Doch, will ich. Ich will, dass ihr guckt. Ich habe nämlich derzeit nur 6.929 Titanresidium. Und gucken wir gleich mal, wie viel es wird. Los, komm, guck mal rein. So viel Schissen. Wird sowieso... Was geilet. Ich hab's mir viel. Wird was geilet. Eine Waffe. 55. Ist auf jeden Fall eine Waffe. Und wenn ich Glück habe, ist es die aus Riesenflöze. Ich habe mit dem Auto stehen gesagt, Alter, geil, das wird bestimmt ein Highroll. Das wird bestimmt so eine 440. Nein! Es ist leider nicht die von Michagon. Es ist... Ach, ihr seht das ja wieder nicht. Ich muss den Monitor wieder anpassen. What the fuck? Wartet mal ganz kurz. Ich muss euch mal rüberschieben hier. Das sieht ja gar nicht. Es ist Tatsache ein Upgrade auf 440. Ja. Aber es ist der Humpen hier. Leider nicht die mit den Werten, die ich brauche. Jetzt muss ich quasi wieder an meinen Mainstats arbeiten, weil ich brauche 50% Mastery, 20 Tempo, 20 Crit und wenn möglich 10 Versa. Das sind so die Idealwerte, die ich gerade probiere zu verfolgen. Und ja, damit kloppe ich natürlich auch ein bisschen AE-Damage raus. Ja, also ihr seht, war ein Upgrade. Brocken, in dem Fall möchte ich dir sagen, tut mir echt leid, dass du wieder nur Pisse rausgezogen hast, aber bei mir war Tatsache brauchbar. Ich muss jetzt nur wieder ein bisschen meine Sekundärwerte bearbeiten und dann würde ich sagen, habe ich meine, also ich komme jetzt eigentlich schon, ja, auf 440 komme ich schon, wenn ich will. Mal gucken, ob ich die jetzt auch anlegen kann und ob ich dann vielleicht auch auf meine Bestwerte komme. Bleibt spannend. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen viel Spaß beim Looten eurer Kiste. Schöne Woche wünsche ich euch. Genießt die Afexe, die sind echt gut. Macht massiv AOE, Big Puls, das rockt. Das knallt richtig im Karton. Ah, ich glaube, eine PvP-Kiste krieg ich auch noch. Ich glaube, das habe ich ja auch gemacht. Wartet mal, ich stelle mal den Monitor wieder um. Ich müsste eigentlich eine PvP-Kiste bekommen haben. Wenn ich mich nicht irre. Komm, da fliegen wir nochmal schnell hin. Bei meinem Glück müsste das doch eigentlich ein Big Roll, ein High Roll werden. Irgendwie so ein richtig krasses Azerit-Item, was ich brauche aus dem PvP-Scheiß, ja, um meinen besten Slot Azerit zu bekommen. Habe ich eigentlich hier noch gehabt? Ich möchte meinen, ja. Mir steht eigentlich eine Kiste zu. Der ist ja mal hässlich, der Kopf, oder? Seht ihr den? Ne, seht ihr nicht. Ich schiebe euch mal rüber. Ist das ein hässlicher Kopf, oder was? Alter, wer will denn so rumlaufen? Mal ganz ehrlich. Freu dich. Geht ja nicht. So, ich schiebe euch wieder rüber. Wir sind gleich da. Nicht, dass es dir hart auf die Fresse gibt. Gucken wir doch mal, ob ich da Loot rauskriege. Wenn nicht, lösche ich das einfach. Ja, ich kriege Loot aus der PvP-Kiste. Ich werde verrückt. Double Loot! Yeah! Und was ist das? Ein Ring. Na, der kann nicht gut sein. 415 ist Müll. Brauchen wir eine ja. Was war denn das? Eine Essenz? Tatsache, ich habe eine Essenz gelernt. Jo. Würde ich mal sagen, gar nicht so schlecht. Wisst zwar nicht, wofür ich die brauche, aber in diesem Sinne, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche. Habt Spaß, haut rein, bis zum nächsten Mal.